So, da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Stony Friday Movie Night Folge Nummer 44. Und mit dabei ist natürlich wieder der gute Butschi am anderen Ende der Leitung. Moin. Hello. Hello. Ja, wir sind wieder da und jetzt haben wir einen Film geguckt, den wir schon mehrfach erwähnt haben in der Vergangenheit, äh, weil es thematisch passte. Und zwar den schönen Film Smiley Face. Ein Film, ein Stoner-Movie, der einzige, der mir so richtig bewusst ist, mit einer weiblichen Hauptperson. Äh, ja. Mir fällt auch kein anderer ein. Letztes Mal hatten wir ja den Film Dude, wo wir dann ja auch mal einen Film hatten mit weiblichen Protagonistinnen. Und deswegen sind wir auch auf Smiley Face gekommen. Ich kannte den noch nicht. Du hattest den vorgeschlagen. Ähm, sagte mir gar nichts. Also, der Name sagte mir schon was. Ich wusste aber jetzt nicht, dass das ein Stoner-Film ist mit einer äh, weiblichen Hauptdarstellerin. Ja, ich habe den vor ein paar Jahren schon mal gesehen. Allerdings ist das mehr so nebenbei gewesen und nicht so wirklich. Ähm, deswegen habe ich ihn heute und es ist auch schon wirklich einige Jahre her. Ich weiß gar nicht, bestimmt sechs, sieben. Und deswegen habe ich ihn dann heute auch noch mal mehr oder weniger mit halbwegs frischen Augen, sage ich mal, gesehen. Was gleich dazu geführt hat, dass mir einige Schauspieler aufgefallen sind, die mir damals überhaupt nicht aufgefallen sind, die man aus anderen Kontexten kennt. Also, ich habe den damals so irgendwie komplett als No-Name-Besetzung wahrgenommen. Das ist mir dann heute aufgefallen, stimmt ja so gar nicht ganz. Allein die Hauptdarstellerin. Ja. Anna Ferris. Bekanntes Gesicht, ziemlich bekanntes Gesicht mittlerweile. Am bekanntesten, würde ich mal sagen, durch Scale Movie 1, 2, 3 und 4. Ja. Hat auch eine lange eine lange Filmografie. Ich war auch bei 22 Jump Street dabei. Jo. Bei Der Diktator Movie ähm, 43. Ja, also. Viel so nicht. Ich sag mal, Standardkomödien, ne? So ein bisschen Teenie-Komödien, House Bunny, Mamas Boy. Jo. Lost in Dann Translation, da war die auch dabei, sehe ich gerade. Ja, kann ich mich irgendwie nicht dran erinnern, aber wird schon stimmen. Ja, auf jeden Fall interessante Filmografie. Ja. Wen haben wir noch an Bord? Ja, für mich als wilde 70er-Fan natürlich Danny Masterson. Oh, okay. Das äh, nicht aufgefallen. Als Mitbewohner, nix. Mitbewohner Steve. Äh, so. Dann wahrscheinlich für die meisten noch interessanter John Krasinski, äh, den Leuten wohl in der Regel aus der amerikanischen The Office-Variante bekannt, wo er Jake spielt, also sozusagen, ja, ich glaube, ungefähr vergleichbar mit Ulf aus Strombeck nur sympathischer? Dann haben wir natürlich Danny Trejo. Jo, der kleine Cameo am Ende. Und John Cho sollte man noch erwähnen, denn aus Harold und Kumar ist er uns sehr gut bekannt. Jo. Es ist dann schon ein bisschen spezieller, aber mir ist auch aufgefallen, da war kurz Joey Cocodias zu sehen, der oh, Comedian. Das, der ist mir nicht aufgefallen, wo war der denn? Der war der Wachmann in, äh, in, in dem Foyer von der Castingfirma, glaube ich, oder wo sie zu ihrem Vorsprechtermin wollte. Ah, okay. hm, ist, ist mir entgangen. Natürlich noch 2007er Modus, der Film ist ja von 2007, also Sieht, sah da noch nicht ganz so fertig aus wie jetzt. Der Niedrig, ähm, Aber <laughs> ah, alle, alle, die ihn nicht kennen, ich kann nur seinen Podcast empfehlen. Der ist jetzt leider nicht mehr, wird nicht mehr weitergeführt, soweit ich weiß, aber ähm, The Church of What's Happening Now, da hat er einen Podcast und Joey Cocodiers, weiß nicht, der hat einfach eine richtig geile Art, irgendwelche alten Geschichten rauszuhauen und hat auch ziemlich krasse Geschichten erlebt in seinem Leben. Von daher kleine Podcast-Empfehlungen nebenbei. Als Comedian, ehrlich gesagt, kenne ich ihn so gar nicht. Also, ich weiß, dass er einer ist und so, aber ich habe noch nie irgendwas von ihm wirklich gesehen. Ja. Ich kenne auch nicht so viel von ihm. Bei Joe Rogan habe ich den mal gesehen. Das hat er mir, glaube ich, mal gezeigt. Oder bei Getting Duck with High war der, glaube ich, auch mal, ne? Richtig. Da war der sogar, ich glaube, drei, vier Mal oder so, mehr oder weniger, einer ja. von den regelmäßigeren Gästen. Und äh, ikonisch ist er für seinen Podcast-Auftritt, also in seinem eigenen Podcast, der auch äh, mit Video-Stream äh, verfügbar ist. Äh, da hat er sich einen Death Star, glaube ich, reingehauen. Das war in Kalifornien damals so ein Edible mit einer ziemlich hohen Dosierung und ist dann mehr oder weniger während des Podcasts danach äh, eingeschlafen, schrägstrich ohnmächtig geworden, schwer zu beurteilen. <laughs> okay. Sehr <lacht> amüsant. <lacht> ja, also ein Lustiger Typ. Anna Ferris hat auch einen Podcast. Oh, echt? Ist mir beim Google Querlesen äh, auch unter die Augenflinte gekommen. Wollte ich auf jeden Fall auch nochmal reinhören. Ja, höre ich auch rein. Die scheinen, scheinen in jeder Folge einen anderen Gast zu haben aus der Filmindustrie. Hauptsächlich ah, ja, okay. aus der Filmindustrie. Könnte ja interessant sein. Ich habe übrigens, weil du es eben äh, genannt hast, ich habe die Tage auch mal wieder auf dem YouTube-Channel von Getting Duck with High vorbeigeguckt, aber leider immer noch tot. Also ich weiß nicht, ob ah. das noch zu erwarten ist, dass das wiederbelebt wird. Keine Ahnung, ich bin da nicht so im, äh, ich bin da nicht in den Kreisen, sage ich mal, wo ich das so mitbekommen würde, aber von außen sieht ziemlich tot aus. Ja. Ja, allzu viele Hoffnung habe ich auch nicht mehr. Schade eigentlich. Ich finde es auch schade. Also, da gab es viele Folgen, viele Folgen, die lame waren, sage ich mal. Aber eben auch viele, die ziemlich, ziemlich geil waren. Und deswegen war das für mich immer was, wo ich am Wochenende so erstmal vorbeigucken auf dem YouTube-Channel, mhm. mal schauen, ob irgendein interessanter Gast da war. Ich meine, du hast auch viele dieser Folgen gehabt, wo irgendwelche komplett unbekannten Comedians oder Pornodarsteller waren, die dann auch nicht wirklich interessant waren. Aber halt. Zum Teil auch einfach richtig was zum Ablachen dabei, ne? Ja. Geil zum Beispiel, oder was ist geil, sagen wir mal bemerkenswert, <laughs> der Auftritt von Jack Black, der dann da quasi in der Sendung so zugeben hat, dass er eigentlich fast gar nicht kifft und dass er da überhaupt nicht drauf klarkommt und dann <laughs> auch entsprechend ein merkwürdiger Gast wurde, nachdem er was geraucht hatte. <laughs> okay. Das weiß ich gar nicht mehr. Erinnerst du dich? Hast ich du hab's gesehen, aber ich glaube nur so mit einem, mit einem halben Auge. Ja. Naja, auf jeden Fall. Auch sehr viele, sehr, sehr gute Folgen. Von daher wäre wär cool, wenn das weitergehen würde. Ich meine, es schadet einem ja nicht, wenn man ist ja nicht gezwungen, die Folgen, die dann mit Leuten sind, die man nicht so interessant findet, muss man ja halt nicht gucken. Ja. Also es gibt viele, die da rumgemeckert haben, dass der zu viele Schmandgäste einlädt, aber ich denke mir dann immer, naja, dann guckt's halt die nächste Folge, wo wieder ein cooler Gast ist. Wo ist das Problem? Jo. So. Gut. Ein ja, Cameo ist mir noch eingefallen bei ja. Smiley Face, Brian Pussseen. Der ist auch dabei, der Busfahrer. Oh ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Der war übrigens auch schon mal bei, bei Getting with High. Ja. Mindestens einmal, vielleicht sogar. Ich glaube, der war einmal so da und einmal mit Kevin Smith oder so. Übrigens, wo wir da jetzt sind, tut mir leid, aber... Ist gerade eine Gelegenheit. Das hat mir der, der Getting Dark High Besuch von Kevin Smith hat mir diesen Mann total vermiest. Da fand ich den so dermaßen unsympathisch, dass ich echt deutlich weniger Bock auf seine Filme hatte. Na, echt, okay, dann. Alter Schwede, der war richtig, der war richtig richtig unsympathisch. Neun von zehn. <laughs> naja, ja, doch, vielleicht acht. Habe ich nicht gesehen. Musst du dir mal reinziehen. dann lernst du ihn zu hassen. <laughs> Vielleicht gucken wir erst nochmal seine Filme und dann. Ja gut, bei mir ist er eh schon zu spät. Ja, bei mir noch nicht. Ja, so, wen haben wir denn noch? Ich glaube, sonst war da jetzt niemand bei, jedenfalls, der mir noch aufgefallen wäre als Bekannter. Bekannter Name. Ähm, <laughs> doch, einer ist mir noch. Ähm, oh, warte. Vom Sehen her aufgefallen oder hier on the fly Re Recherche. Also dieser, da war die in so einer Fabrik am Ende oder so, so ein Abteilungsleiter, der Herr Spencer, Hier ja, gespielt von äh, Richard Reele. Nee. Den habe ich auf jeden Fall auch schon in einigen Filmen gesehen, der hat auch eine recht lange Filmografie. Horrorfilme, ein paar Horrorfilme, paar B-Movies, Halloween Remake von Rob Zombie. Free Willy sehe ich gerade. <laughs> Casino, okay, interessant. Fear and Loving. Alter Schwede. Der hat ja echt eine lange Liste. <laughs> ja. Hatchet. Na naja, gut. Fand ich natürlich auch. Harold und Kuma. Ach nee, die habe ich noch gar nicht gesehen. Harold und Kuma 3. Chillerama, den habe ich auch gesehen. Der Hut ist war auch ein, ein Streifen. Ey. Ja, also bei dem habe ich dann bei auch sehen noch gesagt. Ja, Kennst du doch irgendwie? Ah okay. Muss ich mir nachher nochmal mal einen Screenshot angucken. Irgendwie habe ich auf den so gar nicht geachtet im Verlauf. Ich habe jetzt echt nur eine ganz grobe Erinnerung an das Gesicht. Äh, man müsste vielleicht noch Adam Brody erwähnen. Ja, der Name. <laughs> der sagte mir auf jeden Fall auch, was dann habe ich da auch schon mal reingeguckt. Ähm, der war bei Scream 4 dabei. Ja. Der hat Shazam. Habe ich auch nicht gesehen. Jay and Silent Bob Reboots von 2019. Auch nicht gesehen. Also es ist jetzt auch keiner, wo ich viele Filme von gesehen hätte, ha habe, aber ich kann mir vorstellen, ein bisschen bekannter ist er ja schon, dass das vielleicht für die Zuhörerschaft interessant ist. Ich glaube, dann haben wir es aber tatsächlich. Dann haben wir, glaube ich, jeden bekannteren Namen irgendwie hier einmal genannt. Jane Lynch sagt mir doch auch was. Ach, stimmt. Die muss man auch erwähnen. Das ist natürlich auch ein relativ häufig gesehenes Gesicht. Ne? Ähm Wo habe ich die denn zuletzt gesehen? Auch viel so Standardkomödien, wenn ich hier so mal die, ja. die Filmografie äh, überfliege, keine krassen Blockbuster-Hauptrollen. Nee. Ja, ja. soweit. <laughs> so weit zum Aber hat, ist, ist ist aber eine recht, ähm, ich sag mal, hat ein recht markantes Gesicht. Ja. Und die ist, glaube ich, auch ziemlich groß. Also, das ist eine. Markante Schauspielerin, sage ich mal. Die, wenn man die sieht, dann weiß man ja, die habe ich auf jeden Fall schon irgendwie häufiger mal gesehen, auch wenn man dann wahrscheinlich nicht weiß, wo. Jo. Dann, ja, wo wir schon mal hier so detailliert dabei sind, den Regisseur noch schnell erwähnt. Greg Araki, Araki, wie man es auch aussprechen mag. Sagte mir gar nichts. Filmografie sagt mir auch nichts. Es hat ein paar paar Filme gemacht, aber ja. ja. ist nichts bei, was ich gesehen hätte, geht mir genauso. Nee, kenne ich tatsächlich auch alles nix. Nix von. Wobei ich durchaus auf Basis, sage ich mal, dessen, was ich jetzt bei Smiley Face gesehen habe, durchaus da vielleicht mal durchgehen könnte und schauen. Ich nicht. Ob ich ob, ob ich da nicht was von gucken möchte. Da okay, dann gehen wir in den Film. Einen großen Bogen werde ich darum machen. Oha, wow, okay, dann gehen wir mal gehen wir rein. <laughs> Ganz großen Bogen. Die Story ist ja relativ schnell erzählt. Ja, ich kann sie nicht komplett erzählen, kann ich dir schon mal sagen. Aber ein bisschen was. Wollen wir es da ist, direkt rein starten? Wir starten einfach rein. Also. Anna Ferris spielt in dem Film die Kifferin Jane, wo ich auch schon gedacht habe, das ist ein super kreativer Name für eine Kifferin. Egal. <laughs> von gut gelaunt anfangen hier. Aber da habe ich schon gedacht, ey, wow, Leute, ey. Egal. Erste Szene ist sie in einem Riesenrad und hat so ein bisschen äh, mit einem Aufsprecher Gespräche und man weiß nicht so recht, was ist da los, wie ist sie da hingekommen, aber das soll dann im Laufe des Films aufgelöst werden und es springt alles in der Zeit zurück, wo dann auch die ja, ich sag mal die Vorstellung der Protagonistin beginnt. Sie ist zu Hause, zockt Videospiele am Laptop und kifft. Man kriegt im Film mit, dass sie BWL studiert hat, aber mehr so als Schauspielerin jobbt hier und da nichts festes, großartiges. Sie schlägt sich so durch, ja. kann man sagen, ne? Jo. Teilt sich die Wohnung mit einem Mitbewohner. Steve da hieß der, glaube ich. Genau, da haben wir Danny Masterson. Ja. Der wird immer so, ja, wird nicht, wird nicht so richtig vorgestellt. Der bleibt ein bisschen im Hintergrund, auch als etwas mysteriöse, eventuell creepy Figur, wo Jane jo. in dem Film auch nicht so recht weiß, was das für einer eigentlich ist. Er scheint auf jeden Fall auch nicht so ganz begeistert davon zu sein, dass sie kifft. Nee. Der ist da von der etwas konservativeren Sorte. Und ist so ein Nerd-Typ Science-Fiction Star Wars. Ja, ja, die Ecke. Stimmt. Ja, im weiteren... Trading Tages Card Games. Tagesverlauf zwischen, zwischen Videospielspielen und kiffen findet sie dann im Kühlschrank so einen Teller mit Cupcakes und den vernichtet sie dann ziemlich schnell. Und eine Stunde später merkt sie, oh, da war Gras drin in den Cupcakes. Und wird, Richtig, dann, das hatte wird dann noch breiter, weil sie ja sowieso schon breit ist vom normalen Tagesablauf, hat sie da nochmal eine Schippe raufgesetzt. Genau, die hatte der Mitbewohner gebacken. Und deswegen hat sie damit auch nicht gerechnet, weil der ja quasi immer Anti war. Ne? Und dann natürlich nicht davon auszugehen ist, dass der irgendwelche Hasch-Brownies äh, da backt. Der hatte die aber für eine Convention gebacken. Und ich habe mir so überlegt, das war ja so eine ganze Platte voll. Das waren ja mindestens zehn, zehn kleine Küchlein oder so. Ja. Nehmen wir jetzt mal an, der hat die so gebacken, dass jedes Küchlein eine Portion oder eine halbe Portion rauschtechnisch wäre. Dann hat sie auf jeden Fall ein Problem. Ne? Das ist ja ein... Auch in der Realität altbekanntes Problem mit den Edibles ist die Dosierung nicht immer so einfach, da vertut man sich leicht und wenn man natürlich keine Ahnung hat, dass da gerade was drin ist und sich das alles reinballert, weil es lecker schmeckt, <laughs> da ist Potenzial ja. für Probleme. Ich fand sowieso 10 Cupcakes, ist auch schon, ist auch schon, schon eine Ansage. Oh, gut, die waren ja recht klein. Ja, ja. Also. <laughs> Wahrscheinlich bestanden die nur aus Butter. Da ist auch mal so eine Pampe oh, oben drauf, wo ich mich auch mal frage, was das ist. Das Ist einfach Sahne gefärbte? Nee, das ist irgendwie Ist das, ein, was ist das nicht so, äh, so Zuckergussmäßiges? Zuckerguss? Nee, so, so fest war das nicht, das sah schon irgendwie so matschiger aus. Oh, ich habe Bock, so ein Ding hier zu essen, ey. Ja, einfach nur, weil ich mal wissen will, was das ist. <laughs> was da oben drauf ist, will Lecker. ich das mal wissen. Oh, wo wir da sind, erinnere mich nachher, ich wollte noch was Kochmäßiges erzählen. Etwas, was du gemacht hast oder etwas, was du vorhast? Etwas, was ich dachte, was ich zu heute gemacht hätte. Ich wollte es eigentlich Freitagabend oh, machen. Oh was ich aber jetzt nun doch heute mache. Erst, nachher. Ay, aber ay, trotzdem ay. erzählt. Das ist äh, Inception, okay. Ja, also sie hat sich außersehen komplett überdosiert und ist dicht wie Hole. Ja. Trotzdem klifft sie weiter am Tag. Egal. Wollte ich nur mal eben <laughs> erwähnen. Lücke im halt Drehbuch Wins. mal wieder. Realisiert ja. dann allerdings aber auch, was sie noch auf der To-Do-Liste stehen hat. Und macht sich dann natürlich Sorgen, wie sie das schaffen soll. Nämlich zum einen die Stromrechnung bezahlen und dann hat sie auch noch einen Termin zum Vorsprechen. Jo. Und das in ihrem Cupcake-Zustand. Da muss sie sich einen Plan aushacken, wie das funktionieren soll. Und sie muss natürlich auch für ihre Mitbewohner die Cupcakes ersetzen. Das kommt auch noch oben drauf. Die hat sie Richtig. alle weggefuttert. Sie, sie dachte ja, sie kann die einfach easy nachbacken ne? und checkt jetzt, oh scheiße, ich muss halt irgendwie Gras-Cupcakes backen. Ja. Also Problem. Probleme, Probleme, Probleme. Ihr Plan sieht folgendermaßen aus. Erstmal kauft sie sich Gras. Vom ihrem Dealer mit dem Geld, von was, dem Geld, ja. was der Mitbewohner da gelassen hat, um die Stromrechnung zu bezahlen. Dann geht sie zum Vorsprechen, dann hebt sie Geld vom Konto ab, um die Stromrechnung zu bezahlen. Wo ich mich gefragt habe, da jetzt auch mit dem Geld auch Gras kaufen können, egal. <laughs> was ist denn das hier? Naja, aber, aber wenn sie es nicht da hat, sie hat es ja bar nicht da. Ja, Kann sie auch abheben und dann bezahlen. Aber ist wahrscheinlich auch naja, also gehüpft wie gesprungen. Auf jeden Fall will sie dann Geld abheben und mit dem Geld dann auch noch, mit dem Restgeld dann auch noch Cupcakes-Zutaten kaufen und dann die backen. Und dann sollte das alles passen. So in ihrer Fantasie. Und das ist so die Initialzündung, die uns durch den Film durchschiebt. So ein bisschen. Ja. Ein bisschen Road-Movie-Charakter, aber nicht mit durch die Gegend fahren, sondern eher innerhalb von einer Stadt. Ja, es ist so, ja, Stationen, die uns Ja, ist also eigentlich, eigentlich das, das komplett typische Stoner-Film-Rezept. Ne? Genau. Wir haben mehr oder weniger Alltagsprobleme, die dann komplett ausarten und zu irgendeinem längerfristigen Wirrwarr von Merkwürdigkeiten führt. Also ja. eigentlich komplett klassisch. Ungefähr das gleiche wie Harold und Kumar wollen zu White Castle und alles, was dann passiert, ist crazy. Genau, das trifft es ganz gut. Ja, dann kommt auch schon der Dealer vorbei, den Namen habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, wer das war. Ähm, Steve, auch Steve. Auch, der hieß auch Steve? Ja. Okay. Ja, von dem holt sie dann, oder kauft sie Gras, kann das aber auch nicht ganz bezahlen, hat nicht ganz genug Geld da. Und muss dann bei ihm Schulden machen, und er ist da natürlich schon direkt angenervt und da, droht dann damit, dass da die Leute kommen zum Möbel fänden, wenn sie es nicht rechtzeitig bezahlen kann. Die wollten sich dann später treffen auf dem Handfestival. Richtig, und bei der ähm, Einkaufsszene, sage ich mal, wo er bei ihr zu Hause ist, war ein für mich sehr lustiger Gag, habe ich mich sehr gut amüsiert. Sie gibt ihm halt so den ganzen Stapel von dem, was der Mitbewohner Steve da für das Stromgeld hingelegt hatte, das heißt, das war so ein Stapel Scheine und dann noch Kleingeld obendrauf. und gibt ihm das so alles so rüber dem Dealer und dann nimmt das und kippt natürlich erstmal das Kleingeld so runter, weil also ja. Ja, welcher welcher Dealer nimmt da irgendwie die 20 Cent Stücke. Man <laughs> muss sich doch sehr lachen, weil das so schön stumpf stumpf arrangiert war. Jo. <laughs> Ähm, dann, als das alles abgehandelt ist, beginnt sie sich dann auch daran zu machen, die Cupcakes vorzubereiten, beziehungsweise die Butter und das Gras schon mal in eine Pfanne äh, fertig zu machen. Das ja. war auch eine. Also, da müssen wir auch mal eben kurz drauf eingehen. Erstmal, wie viel Butter dieser in <laughs> die Pfanne reinhaut oder da Schön 5 ey. <laughs> Echt. Solche riesen Riegel und dann auch noch irgendwie vier, fünf Stück davon. Und dann haut die da auch, ich weiß nicht, wie viel Gras rein, so ein ja, so drei Hände voll. <laughs> habe ich auch gedacht, ey, okay. Das äh, sah nicht so lecker ja, aus. Die hat sich wohl gedacht, klotzen statt leckern. viel oder so. viel. Ja. Das ist ja. Nur leider ruft dann ihr Manager an. Ja. Nämlich um sie daran zu erinnern, dass sie ein Vorsprechen hat. Netterweise sollte er das ja tun. Und von dem ja. Telefonat abgelenkt geht sie vom Herd weg und die ganze Pampe brennt an. <laughs> und verschmantelt da die ganze Küche. Verschmantelt und dann lässt sie noch ihr Handy da reinfallen und Rauchmelder geht an und den <laughs> haut sie dann noch mit einem Hammer kaputt und Chaos, 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 Chaos. Jo. Von daher war der Plan schon im Arsch, weil jetzt das Gras nicht mehr vorhanden war. Ja, aber sie hat dann noch äh, Plan B rausgekramt. Sie hat noch eine, äh, eine Backup-Strat, so wie die Speedrunner das nennen. <lacht> sie <lacht> hat noch ähm, Notfallgras in einer Schatulle bei sich gefunden. Ein super, besonders geiles Gras, was sie sich aufheben wollte für einen besonderen Anlass, aber das jetzt in Geld umwandeln will, weil das so. Super wertvoll ist. Jo. Also eingepackt und dann muss sie auch schon zur. zum Vorsprechen los, ne, wenn ich mich richtig insinne. Genau, steigt dann ins Auto. Der Wagen springt aber nicht an und sie hat dann währenddessen aber auch schon irgendwie komplett da. den, den Faden verloren, weil sie dann immer noch so extrem breit ist und dann schon so Halluse im Rückspiegel hat. Und das haut alles nicht hin und dann. Fährt sie ja mit dem Bus zu... Zu breit fürs Autofahren. Zu breit fürs Autofahren, ja. <laughs> Komisch, ne? Ja. Aber sie fährt dann einfach zum ersten Mal im Leben Bus in Los Angeles. Und das ist wohl, denke ich mal, eine Anspielung gewesen. Ich vermute mal, die Busfahrverhältnisse werden dort katastrophal sein, denke ich mal. Sonst hätte man das da ja. als Gag nicht so hervorgekehrt. Das kann gut sein. Ich glaube, die sind da eher so auf dem Individualverkehr trichter als auf öffentlichen. Ne? Ja. Da heizt ja jeder mit der fettesten möglichen Karre rum. In Für den USA, ne? Fünf Meter. Richtig. Ich glaube, da bist du, wenn du Bus fährst, das ist so richtig so erbärmlich, wird das, glaube ich, betrachtet. Ja. Habe ich manchmal das Gefühl aus, aus entsprechenden Filmen, Serien, als sei das schon so ein richtiges soziales Stigma, also wer Bus fahren muss, ist halt wirklich schmantig, arm. Ich habe auch mal von irgendjemandem gehört oder in, in einer Doku oder so was gesehen, dass die da manchmal gar keine andere Wahl haben, außer Auto zu fahren, weil es auch einfach keine Bürgersteige gibt und es nicht mal laufen für 50 Meter um die Ecke irgendwo hin. Habe ich auch mal gehört. Keine Ahnung. Kann bestimmt hier und da so sein. Ne? Kann ich mir schon vorstellen. Das wäre richtig freaky. Stell dir vor, du musst irgendwo hin, was voll easy zu Fuß zu erreichbar ist, aber es geht einfach nicht, weil da so eine befahrene Straße dir eine Quelle kommt, wo du ja. als Fußgänger gar nicht rüber kannst, sondern mit dem Auto fahren musst. Ey, voll stressig. <lacht> <lacht> ja, verrückt. Ja, In sie... dem ist das so ein bisschen so ähnlich. Da Hier ist zwischen den Orten zum Teil äh, überhaupt keine Fahrradwege. Das heißt, wenn du zu bestimmten Orten hin möchtest ohne Auto, dann musst du halt die ganze Zeit mit dem Fahrrad voll auf der mega befahrenen Bundesstraße fahren. Das ist so ein bisschen so ähnlich, finde ich, wo ich auch immer denke, ey, irgendwie hier ist wirklich nur an die Autofahrer gedacht und an nichts sonst vom Bau her. Ja, verrückt. Fahrrad auf der Bundesstraße. Habe ich auch einmal bei einer Fahrradtour gehabt, wo ich ein paar Meter auf der Bundesstraße fahren musste. Da habe ich auch schon gedacht, warte mal, ey, gehört das so? Bin ich hier richtig? Ja. Darf ich das? Kommt einem voll <laughs> seltsam vor, ey. <laughs> ja. Aber gab keine andere Möglichkeit. Da musste man irgendwie das machen, weil da die Fahrradwege nicht äh, angeschlossen waren. Ja, egal. Und so ist das halt hier echt großflächig. Okay. Wo ich aktuell wohne. Naja, wie auch immer, sie fährt Bus und zettelt direkt Streit an, weil sie sich auf die Fresse packt und auf dem Spielzeugwagen von irgendeinem so kleinen Schreihalskind landet. Mhm. Jo. Und dann wird sie ja auch gleich von den Busfahrern als, als Haschraucherin enttarnt. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, für Los Angeles ziemlich unrealistisch. Da ist ja, ich glaube, da interessiert das auch damals schon keinen Menschen. Das weiß ich nicht, wie das die Zeit, du bist. Das auch schon. 2007, das war ja schon die Zeit, wo das Medical auch erlaubt war und quasi jeder sich da so eine Fake, äh, oh hier ich habe Rückenschmerzen, ja. äh, Medical Karte zugelegt hat. Ja, das war so ungefähr die Zeit. Also das war schon ziemlich verbreitet. Das war ungefähr die Zeit, glaube ich, auch, wo ähm, ähm, der Film von Doug Benson rausgekommen ist, Super High Me. Ah okay. Da, Stimmt, da hat man das, das ja der ist doch das ist glaube ich 2005 oder so rausgekommen oder sogar auch 2007 oder nee, irgendwann 2005 mal eben. kann auch sein bin mir auch nicht mehr sicher aber es war auf jeden Fall um den Dreh gleich weiß ich äh, und da hat man finde ich auch schon gesehen dass das war damals schon ziemlich verbreitet also ich glaube nicht dass da irgendwelche Busfahrer das auch nur ansatzweise interessiert hätte 2007 war der Film tatsächlich Na, auch siehst du bei einem gleichen Jahr Naja. Ja, das Vorsprechen, das lief ja auch äh, sehr kurios ab. Erstmal hat sie dann da direkt im Wartezimmer versucht, ihr Supergras zu verkaufen. <lacht> <lacht> Dezenter geht's nicht. Und mm. dann aber, weil das nicht gereicht hat, hat sie es auch versucht, ähm, der äh, Chefin da, hier Jane Lynch, gespielt. Äh, ich weiß gar nicht, was das für eine Tante war in dem Film. Jury, Casting, irgendwas. Casting-Tante. Casting-Tante hat sie versucht, das Gras hier dann auch noch zu verkaufen, wo dann natürlich dann sofort alle Alarmglocken angingen und dann Polizei gerufen, Flucht hier, da auf Toilette verstecken, Gras runterspülen, die ganze, ganze Show, was man so kennt, was man panikmodusmäßig macht. Jo, und dann war aber, glaube ich, eigentlich gar nichts, ne? Tatsächlich da das mehr oder weniger umsonst runtergespült, ja, glaube ich. Ich meine auch. Ja, das Casting an sich lief sowieso nicht so dolle. Da hat sie ja irgendwie schauspielerisch dann auch da voll vergeigt. Jo, einmal vollkommen übertriebene Darstellung, dann als alternative komplette roboterhafte Variante ja, und ja. damit war das Vorsprechen dann auch vorbei. Ja. <laughs> nur zwei, zwei Sachen im Petto als Schauspielerin. Ja. Da war ich auch etwas amüsiert. Aber sie hatte, glaube ich, ein gutes Gefühl. Ja, das kann gut sein. Die ja. Station war dann, glaube ich, der Geldautomat, ne? Ähm, ja, stimmt. Sie wollte dann ja Geld abheben vom Automaten und hat dann aber festgestellt: oh, da ist ja nur noch ein Dollar drauf. Wo sind denn die anderen 999 Dollar? Und dann ist ihr eingefallen: ah ja, sie hat sich da letztens eine Matratze gekauft oder ein ganzes Bett sogar. Ja. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man das vergisst und dann auf einmal vorm leeren Konto steht. Wobei ich sagen muss, ich bin heute auch wieder mit Rückenschmerzen aufgewacht, also ein gutes Bett ist auch echt viel wert, ey. Ja. Könnte ich auch mal drin investieren. Naja. Jetzt braucht sie auf jeden Fall Alternativplan zwecks Geldbesorgung, zwecks sich später auf dem Hemdfest mit Dealer Steve treffen, um das restliche Geld zu bezahlen. Jo. Ja, sie klappert da ja ein paar Telefonate ab von ehemaligen Kontakten, wo sie sich erhofft, was abgreifen zu können. Das haut aber alles nicht hin. Und der letzte Strohhalm ist dann Brevis, ein Freund von ihrem Mitbewohner Steve und der steht auch auf Jane schon länger. Jo. Deswegen war das auch der letzte Strohhalm, weil ich auf ihn eigentlich nicht so Bock hatte. Der ist ja offensichtlich nach ein paar Sekunden Screentime auch ein bisschen seltsam. Ja, eigentlich sind alle Charaktere seltsam, ne? Das ist so ein klein bisschen, finde ich, wie bei Oh, jetzt haben wir das schon wieder, dass mir der scheiß Name nicht einfällt, ey. Dynamite ähm Napoleon Dynamite? Na Napoleon Dynamite. Das, daran hat es mich ein bisschen erinnert, dass irgendwie jeder Charakter eigentlich so eine äh, eigentlich skurril und merkwürdig ist. Ja. Ja, und er ist halt auch so ein etwas creepiger Nerd-Typ, sag ich mal. Ja. Ja, ja, doch auch. Ja, sehr nerdig, auf jeden Fall. Und dann gibt es ja noch so eine Rückblende, wo der Off-Sprecher dann. Die Background Story erzählt, wie er auf in der Wohnung da Jane kennenlernt und dann auf sie steht. Ja. Ja, den ruft sie an und die treffen sich dann und das soll wohl auch alles klappen. Allerdings muss Bravis erstmal noch zum Zahnarzt, er ja. einen Termin und da mhm. soll Jane erstmal mitkommen. Dann fahren sie dahin. Und während sie beim Zahnarzt sind, wird dann noch äh, das Auto von Bravis aufgebrochen, wo seine Geldbörse rausgeklaut wurde. Richtig, dann rufen sie einen Polizisten dazu, ähm, der natürlich die immer noch recht breite Jane verunsichert und sie zu tun, als wäre sie wer anders, weil die mich in die Augen gucken und all solche Spirenzien und macht sich dann bei einer unbemerkten Sekunde, als die, der Polizist und brevis sich den Kofferraum anschauen, schnell vom Acker und flüchtet einfach äh, wie so ein verpeiltes Reh in den ja. Wald sozusagen, in die Nachbarschaft. Ja. Das war auch, also schlechter hätte man es auch nicht vertuschen können, dass man breit ist. <laughs> ja. Schön die ganze Zeit nur nach unten gucken, ey. Ja. Oh. Was so hell hier. Ja. Dann, was ich auch ein bisschen lustig fand, war mit dem Namen. Ja, mein Name ist, was hat sie gesagt? Christy. Christy. Warum oh, hat die auch Freude, der sie gerade Jane genannt. Ja. Das ist mein zweiter oder dritter Name. Und wie sie dann auch einfach da nicht drauf reagiert, als Brevis sie dann da äh, fünfmal mit Christy anspricht. Und das dann ja. beide dann, ja, Jane. Ah, ja, okay. Das war. Kann ich jetzt schon mal sagen, die einzige Stelle, wo ich ein bisschen geschmunzelt habe? Okay, okay. Typischer, natürlich ganz typischer Stoner. Ja, eigentlich, einfach, ne? also eigentlich war das Klischee. auch kein, kein guter Gag, aber in, in dem Augenblick dachte ich, ja, okay. Das fand ich doch ein bisschen es, lustig. Es, es war auf jeden Fall es war kein innovativer Gag, aber es war halt einfach gut rübergebracht. Ja, ja. Ja, sie flüchtet dann, sie erkennt das Haus wieder von einem ihrer alten Professoren BWL mäßig, der ein Marxist quasi war, und sucht dort Zuflucht. Der ist allerdings nicht zu Hause, sondern nur seine Frau, was zum nächsten Problem führt. Ja, ab da hören meine Notizen auf. Okay, es ist nämlich so, dass seine Frau, die Frau dieses Professors, sie für die neue Assistentin hält. Und ihr dann ein Originalmanuskript ähm, des kommunistischen Manifests in die Hand drückt. Also, das war wohl abgesprochen, dass die Assistentin das abholt und jetzt war halt sie zufällig da. Sie spielt das Spielchen auch mit und sackt den Kram ein, macht sich dann vom Acker und überlegt, ob sie das nicht, also, sie erkennt, was sie da hat, wie viel Wert das ist, sozusagen, oder wie besonders das ist, und malt sich dann aus, dass sie es ja bei eBay verticken könnte, quasi, um dann all ihre Geldprobleme zu lösen. Wenn sie das untersucht, ist sie in einem Waschsalon in der gleichen Nachbarschaft, wo sie dann noch mit einem der Anwohner, der da gerade am Waschen ist, quasi auch so ein komischer spießiger Typ ähm, mehr oder weniger Stress anfängt aus Versehen. Also der ist einfach ein bisschen zickig, sage ich mal. Das heißt, da muss sie dann auch wieder abhauen, weil der dann auch die Bullen nachher, glaube ich, ruft. Ähm, und dann sieht sie einen Transporter stehen, einen Schweinefleischtransporter. Und er steht da so, dass hinten die Ladefläche auf ist und er von der Ausrichtung ihrer Meinung nach, nach Richtung Venice Beach zeigt, wo sie ja hin will zum Hemdfest, um Dealer Steve zu treffen. Das heißt, sie baut ihren Plan um und springt in diesen LKW rein, versteckt sich da sozusagen beim Fleisch. Die beiden LKW-Fahrer kommen später hinzu: das sind nämlich Danny Trejo und John äh, Cho. Die fahren dann also los und sie denkt sich, geil, jetzt bin ich also auf dem Weg nach Venice Beach, wo ich hin will, endlich sozusagen. Aber die fahren natürlich nicht nach Venice Beach, sondern zu ihrer Fleischfabrik, wo sie dann auch entsprechend von den beiden beim Auspacken entdeckt wird. Sie wird mit reingenommen und tut dann kurzzeitig im Angesicht vom Chef so, als sei sie eine Gewerkschaftsvertreterin, was natürlich so zu dem kommunistischen Manifest so ein bisschen passt. Hält da so einen kleinen Monolog und wird dann letzten Endes aber... Von dem guten Mann komplett rausgeschmissen. Jo, das habe ich auch noch so ein bisschen am Rande mitgekriegt. Dann tingelt sie, glaube ich, wieder zu Fuß los, wird aber eingesammelt, und zwar von dem guten John Joe, also einem der beiden Fleischarbeiter, die sie gerade kennengelernt hatte. Der nimmt sie dann ein Stück mit. Und. Dann stehen sie irgendwie im Stau und ich weiß jetzt gar nicht mehr warum, aber da kriegt sie dann irgendwie Panik, will aus dem Auto raus und rennt zu Fuß weiter. Wird dann wiederum von einer Motorradfahrerin mitgenommen, die sie zum tatsächlich nach Venice mitnimmt und wo sie dann zum Hempfest kommt. Allerdings ist es schon, die alle sind schon gerade am Abbauen. Sie wird dann noch von zwei alt sag ich mal, die da rumhängen, ein bisschen verarscht, weil sie nach Steve, dem Dealer, fragt und die dann so Ach meinst du dem mit zwei Beinen und Haaren und so, ne? Machen sich halt über diese unspezifische Frage lustig. Ja, sie muss dann aber einsehen, das Hemdfest ist vorbei. Ist traurig, geht zum Strand runter, kniet sich da in den Sand und entdeckt im Sand eine Fahrkarte für das an Bay am Pier liegende Riesenrad. Da fährt sie dann mit. Und damit sind wir dann sozusagen in der Anfangsszene, wo sie in diesem Riesenrad, in dieser Riesenradgondel, wo alles losgegangen ist, der, also der Film. Dann kommen in einem Auto angefahren die Frau des Professors, der Professor. Ähm, wer saß denn da noch mit drin? Äh, irgendwie zwei Leute, mit denen sie vorher im Verlauf des Films interagiert hatten, saßen da noch mit drin, weiß ich jetzt irgendwie gerade gar nicht mehr. Und sie versucht dann auf sich aufmerksam zu machen, weil sie sozusagen inzwischen schlechtes Gewissen gekriegt hat und dieses Dokument zurückgeben möchte. Wedelt da also rum, damit der Professor und so sie sieht und dabei flieht ihr das Dokument aus der Hand und zerflattert in der Luft. Die Blätter verteilen sich überall und sie wird dann letzten Endes von der Polizei verhaftet und zu fünf Jahren auf Bewährung und 1500 Sozialstunden verurteilt. Womit der Film dann auch endet: Wir sehen sie an einer Autobahn Müll aufsammeln. Bzw. Eigentlich genauer gesagt liegt sie da rum und chillt in so einem alten Reifen und tagträumt, bis dann der Polizistenwärter da wieder kommt und sagt, ey du faules Stück, jetzt mach hier mal weiter. Ja, und damit ist der Film vorbei. Ah ja. So war das. So war das. Ja, das Ende habe ich äh, nicht mehr mitgekriegt. Ab. Nach der Fleischfabrikgeschichte habe ich abgebrochen. Das konnte ich mir nicht mehr länger angucken. Das Was? Das erste Mal auch, dass ich einen Film vorzeitig zu, äh, ausmachen musste. Krass. Also, das ist wirklich für mich nicht nachvollziehbar, nachdem wir so viele Filme geguckt haben, die aus meiner Sicht so tausendfach schlechter sind. Aber gut, Geschmäcker sind verschieden. <laughs> Also für mich hat der Film ähm, Stärken und Schwächen. Die größte Schwäche ist für mich, dass mh, ich das Schauspiel von der Hauptperson etwas zu so übertrieben finde. Etwas, das, Alter? Das, ja, ja, das hat das so hat ein bisschen mehr zu den durch. ganzen Film kaputt gemacht. Die ging mir eigentlich von Minute an eins, ging mir die auf den Nerven und hab nur gedacht, Alter, schwede, ey, wenn die dafür nicht die goldene Himbeere kassiert hat, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, also das kann ich in der Tendenz nachvollziehen. Ich habe irgendwie aber geschafft, mich. Damit zu arrangieren und es dann nicht so extrem, sage ich mal, mir davon dann alles vermiesen zu lassen. Aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, das ist auf jeden Fall so. Es geht so ein bisschen in die Richtung von ähm, Half-Baked, stellenweise. Nur halt. Ja, so wie dieser eine mehr. Typ. <laughs> ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß bei Half-Baked. Der mit dem Bartik-Hemd, ich weiß gar nicht. Ja, genau. Oh, ja, den stimmt, ey, nicht mehr. An den hat die mich ein bisschen erinnert. Aber fand ich sogar noch ein bisschen schlimmer, weil sie in dem Film ja auch die einzige Hauptdarstellerin ist und dann ja. hat man diesen echt Effekt grauenhaften Schauspielkram die ganze Zeit vor der Nase. Ja. Also das war für mich auch eine Schwäche. Das hätte man locker 30% runterfahren können und dann wäre es einfach viel besser gewesen. Aber gut. Ähm, ansonsten, davon abgesehen eigentlich. Hatte der Film für mich fast nur Stärken. Das liegt aber auch daran, dass er bei mir halt in mein, weil er, weil er meinen Geschmack, sage ich mal, bedient. Also was ich super fand, ist, dass dieses komplett ähm, durchgezogene, was wir am Anfang schon angesprochen haben, dass es einfach nur so komplett absurde Alltagsproblemsituationen, sage ich mal, sind, die sich halt immer weiter immer abgedrifteter werden, sage ich mal. Ja, da, da, das bin bin ich ich noch, da, da bin ich noch dabei. Die Grundidee fand ich auch ganz gut, dass sie da in so, eine, in so ein Dilemma gerät, wo sie da ihre Aufgaben bewältigen muss, was einfach nur ja dieses ähm, Rechnung bezahlen und Cupcakes backen ist und dann wird man da von eine Klammeraukschen in die nächste geschoben. Das fand ich im Grunde auch gut. Ja, also das denke ich, das, das mag man entweder sowas, ne, oder nicht so und ich bin jemand, der das eigentlich im Grunde von der Grundsache her ganz gut fand. Dann kommt bei mir jetzt noch hinzu: ich mag einfach diesen Style, diese merkwürdigen, ganz komischen Charaktere, wo du halt eigentlich nicht eine normale Person dabei ist. alles so irgendwo schwankt zwischen skurril und comic mäßig. Ähm ja, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob es dafür einen Namen gibt so richtig, aber ich, ich würde so wie eben gesagt beschreiben. Und das ist was, was viele Leute richtig furchtbar finden. Ähm, das ist aber zufällig was, was ich halt extrem mag, weil dadurch so eine besondere Atmosphäre irgendwie aufkommt. So, es ist irgendwie eine Nebenwelt. Es ist gar keine Darstellung von unserer Welt, sondern irgendwie ist es eine ne Nebenwelt. Es wird auch von der Musik ganz gut unterstrichen, finde ich. Ähm, so leicht traumhaftes zum Teil. Also da, da mag ich die Atmosphäre. Das, das ist halt einfach mein Geschmack an der Stelle. Das, ja. Kann ich nachvollziehen, wenn man das scheiße findet, dann hat man halt, dann kann man so einen Film halt schon von vornherein auch nicht mehr gut finden, würde ich sagen. Das gilt, glaube ich, für Filme wie zum Beispiel Napoleon Dynamite relativ ähnlich. Da kenne ich das auch so, dass die Leute, die den entweder geil finden, weil sie diese Sache mögen, sage ich mal, oder diese Atmo mögen, und andere Leute den dann richtig scheiße finden und es wenig dazwischen gibt, sage ich mal. Naja, auf der Ebene hat er jedenfalls für mich auch noch gepunktet. Und dann mochte ich noch zwei Dinge, die ich sozusagen positiv hervorheben möchte. Das eine war, dass er sich recht gemächlich fortentwickelt hat. Auch das mag ich ganz gerne. Oft, nicht immer, aber meistens eine gewisse Gemächlichkeit. Und dann hatte er einfach dadurch, dass sich alles so an einem Tag abgespielt hat und ähm, das jetzt äh, in, in Los Angeles sozusagen gespielt hat, in Kalifornien gespielt hat, hatte ja auch irgendwie diesen coolen Sommer sorglos kalifornien flair sage ich mal, so ein bisschen. Wie man es vielleicht auch leicht aus Pineapple Express kennt. Also ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben sollte. Es ist. Es ist warm, es ist irgendwie gleichzeitig aber auch so ein bisschen verranzt. Ähm, nicht so ganz schick. Ja, weiß ich nicht. Ich, ich nenne es einfach Sommer Kalifornien. Atmosphäre mochte ich auch gerne. Und deswegen hat der Film dann für mich dieses große Manko am Anfang ausgeklammert, dann doch ganz gut funktioniert. Also auch die Idee, dass es mal eine Frau ist, fand ich ganz gut. Fand ich ganz nett. Ja, ich sag mal sechs von zehn für mich. Okay. Also, was. Äh, Gott, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, ey. Dieses mit den skurrilen Charakteren, da bin ich grundsätzlich auch nicht abgeneigt von. Das ist, kann ja. ich mir immer gerne angucken. Mir war das aber alles letztendlich zu flach mit den Nebencharakteren. Es geht ja im Grunde nur um die Hauptdarstellerin. Und alle Nebencharaktere, die werden nur kurz angerissen und keiner davon. Also ich hatte bei keiner Figur, hatte ich irgendwie gedacht, oh, das ist jetzt aber interessant, was mit dieser Person ist oder was mit dieser Person ist. Ich fand die alle überhaupt, ja, überhaupt nicht interessant. Ja. Da, das ist mir aber auch erst später im Film aufgefallen. Dass ich da, sonst hat man das ja bei Filmen, dass man eher so mitfiebert mit irgendwelchen Leuten oder wissen will, was ist jetzt mit dem, was passiert da, tralala. Hatte ja. ich gar nicht. Dann, wie gesagt, das Schauspielerische, das war, also, das war wirklich das mit das Schlimmste, was ich seit lang gesehen habe. Diese übertriebene Darstellung und die ganze Zeit dieses ja. <laughs> die ganze Zeit den Mund auf, die ganze Zeit immer so komplett, als wäre die gerade irgendwie von einer Lobotomie gekommen. Boah, nee. Das, das konnte ich mir echt also irgendwann ab, wo es losging mit Brevis, als er dazu kam, da habe ich da habe ich geistig abgeschaltet. Da habe ich gedacht boah, ey, jetzt okay. Das wird nichts mehr, den guckst du jetzt noch irgendwie nebenbei zu Ende und dann später habe ich gedacht, nee, das hält's nicht mehr aus. Kann, kann ich mir nicht zu Ende angucken. Soundtrack fand ich auch. war manchmal einfach überhaupt nicht vorhanden. Es gab etliche Szenen, wo außer den gesprochenen Wörtern überhaupt keine Sounds da waren. Das hatte eine ganz seltsame Atmo, als hätten sie es einfach vergessen gehabt. Zwischendurch mhm. waren mal ein paar Songs drin, die waren standardmäßig, das war nichts Besonderes. Aber. Also Soundtrack fand ich wirklich auch nicht gut. Die Story fand ich von der Grundidee gut. Die einzelnen Stationen, die da so durch den Tag geführt haben. Ja, das ist ja viel skurriler Kram, aber jetzt auch nichts, wo ich gedacht habe, oh ja, das ist aber irgendwie eine coole Idee. Das ging mir eigentlich, eigentlich ging mir das alles nur, nur auf den Geist. <laughs> zu, der, zu der Sache mit den, mit den Charakteren. Würde ich, habe ich eine Rückfrage. Mhm. Denk mal an Harold und Kumar. Da sind ja zumindest zwei Leute. Ja, also ich rede jetzt von den Nebencharakteren ja. sozusagen. Ja. Weil ich finde, das ist was, was irgendwie, also von meinem Gefühl her, ein bisschen mitbedingt ist durch den, durch die, ja, durch das Grundkonzept, wir rollen uns so von, durch Szene zu Szene, ne? Dieses, dieses. Es passiert einfach immer mehr komischer Kram, der zu immer mehr ja. komischem Kram führt. Das, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass du dadurch automatisch, das hast, dass die Nebencharaktere eigentlich nie so eine richtig große Rolle spielen können, weil sie immer irgendwie grundsätzlich erstmal zu einem so einem Block gehören normalerweise. Natürlich zum Teil auch dann zu mehreren oder sie kommen noch mal wieder, aber so eine richtige Charakter, sage ich mal, Entwicklung von Nebencharakteren, wie man sie in Anführungsstrichen ernsten oder normalen Filmen ha haben ja, oft hat, sage ich mal. Und dann auch ja wertschätzen kann. Ich finde, das, das passt irgendwie, würde gar nicht so richtig ins Konzept passen für mich. Also, das ist was, was ich auch, auch so sehe, wo ich dir nicht widersprechen würde. Aber das ist für mich in diesem speziellen Fall in der Art von Filmen nicht unbedingt ein Manko, sondern eher was Normales. Also wie ja. gesagt, mein erstes Beispiel wäre Harold und Kumar, da hast du das genauso. Ja, das stimmt. Weil dann ist vielleicht auch äh, meinerseits die Formulierung mit Mitfiebern der Nebencharaktere ein bisschen ungünstig. Dann würde ich eher sagen. Dass ich das bei Smiley Face nicht wertschätzen konnte, weil ich die Nebenfiguren einfach miserabel ausgearbeitet fand. Im Gegensatz zum, was du jetzt gerade gesagt hast, Harold und Kuma. Da hast du ja einmal zum Beispiel diesen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, dieser Abschlepptyp da, dieser Redneck, dieser ekelhafte, ja. der zum Beispiel viel besser gemacht. Dann äh, Neil Patrick Harris viel besser dargestellt. Die, bei Smiley Face, die waren irgendwie zum Beispiel, hast du ja einmal Steve, den Mitbewohner, der war ein nerd und dann dieser brevis der war irgendwie fast genauso ja das stimmt da bei den beiden hätte man noch einen von beiden irgendwie mehr akzentuieren können dann hast du den auf jeden Fall den, den bull noch gehabt später standard auch hier polizeikontrollszene das war der war, glaube ich, der normalste Charakter eigentlich. Ne? Der, der, Dealer, der Dealer, den fand ich auch langweilig. Da habe ich auch gedacht, ja gut, stellen wir einen Typen mit langen Haaren und Tattoos dahin und ja, wir haben einen Grasdealer. Ja, gebe ich dir recht. Also ich, ich will nicht sagen, dass sie das perfektioniert haben, sage ich mal. Oder dass das jetzt herausragend wäre. Ich meine, sechs von zehn ist jetzt ja auch nicht so super viel. Ne? Aber die, ich wollte nur die Grundkritik sozusagen. Ja. Also für mich ist die halt ein bisschen abgefedert, weil das irgendwie... Ja, gefühlt so ein bisschen einfach dazugehört zu diesem Konzept ja. für mich. Aber du, du hast von der Sache her hast du schon recht. Das kann man alles besser machen. Also man hätte, ich sag mal so, hätte man die Ideen von diesem Film genommen und so die, die Stimmung, zumindest so wie ich glaube, dass sie sein wollte und sollte. Das daraus könnte man, glaube ich, einen richtig, richtig coolen Film auch machen. Das glaube ich auch. Sache her. Auf jeden Fall mit einer anderen Hauptdarstellerin. <laughs> ja, es ist nur halt nicht so perfekt geglückt, leider, aber. Ja. Ich kann die Ansätze sehen, sage ich mal. Ja, die Ansätze, Ansätze, kann man sehen, aber ja. schwierig, schwierig, schwierig. schwierig. Ich meine, das war auch eine Independent-Produktion. So wollte ich das richtig. Ich habe jetzt auch keine Zahlen im Kopf, was der gekostet hat. Da, aber ich, das war, glaube ich, nicht viel. Das war jetzt, das sieht man auch ziemlich schnell. Ne? Das ist kein, kein Blockbuster. Ja. Es, die ist die halt ein, es ist halt ein Kifferfilm. Die sind nun mal äh, ja, low-budget. Das meiste, ne? Was, was fängt er denn äh, ein bei dir? Ähm, also, das ist ja tatsächlich dadurch, dass es der erste Film ist, den ich wirklich nicht zu Ende gucken konnte. Und ich schon bei, ich da ja auch ein bisschen Referenzen dann gesucht habe bei den Filmen, die wir bisher hatten. Mr. Nice war ja immer so ein Ding, wo ich gesagt habe: Boah, der war, den fand ich schon echt brutal ätzend und anstrengend. Da fand ich aber zumindest ja die Hintergrundstory gar nicht so schlecht. Das war auch eine mhm. reale Story. Was hatten wir noch? Ähm, hier, wie hieß der noch mit Snoop Dogg, der Film? High School, irgendwas. High School, irgendwas. Der war ja, das war ja auch so eine, so eine Grütze. Der hatte ja noch ein paar, ein paar lustige Ideen irgendwo gehabt. Der war einfach aber ja nur schmantig gemacht. Ah, weiß ich nicht. Also, Smiley Face. Ich, da gehe ich unter 2, 1,5 gebe ich dem. Wow, krass. Mehr, also gebe ich nur 1,5, weil ich mir sicher bin, es gibt bestimmt noch einen schlechteren Film irgendwo. Deswegen kriegt er nur einen halben Punkt. Aber sonst war das wirklich einer der schlechtesten Filme, die ich in den letzten, weiß ich nicht, wie viele Jahren gesehen habe. <laughs> Sex in the City war vielleicht also, noch also schlechter. Also, ich zum Beispiel. Also, Och, mir ich ging die Hauptdarstellung echt, das, also das war echt nicht zu so ertragen, wie beschissen das dargestellt war. Also wirklich das, <laughs> schlechter Kunst, also. Da, da sieht man mal, wie, wie viel so die persönlichen Gewichtungen ausmachen, ne. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich fand zum Beispiel Dude 10.000 Mal ätzender und hab da ja relativ viel geskippt, also das Äquivalent zu deinem Ich-breche-ab sozusagen, ne. Ja, ähm, den Dude, den fand ich jetzt auch nicht so besonders gut, den konnte ich ja wenigstens noch nebenbei laufen lassen. Aber sogar als ich Smiley Face nebenbei laufen gelassen habe und irgendwie am Laptop irgendwie was gemacht habe, ging der Film mir im Hintergrund so auf den Geist, dass ich gedacht habe, boah, der ne, leck mich, ey, <laughs> mach die Scheiße jetzt aus, ey. Ich kann mir dieses Gelaber nicht mehr lange anhören. Ja. Ja, ich kann es So nachvollziehen. Also übertrieben und dumm wieder äh, Stoner dargestellt werden, das habe ich in noch keinem Film gesehen. Also, da ist Herr ja Sogar bei Chi chong irgendwie näher an der Realität, die Person. Ja, naja. Ja, oh, <laughs> naja. Also, was man, oder was ich immer dann dabei so ein bisschen mitbedacht habe, ist, ich glaube, die Grundprämisse war ja auch, dass sie jetzt halt nicht nur einfach eine Kifferin ist, sondern halt durch diese massive Keksdosis nochmal halt besonders weggeballert. Ne? Von daher, also in der Realität können solche Zustände tatsächlich ja Maße annehmen, wo man. Gefühlt vom Hirntod nicht weit weg ist. Es kam mir schon stellenweise auch schon so vor wie so ein Anti-Kiffer-Film, so ein bisschen Reefer Madness mäßig. Als wenn die darauf nee, zeigen wollen, also, wie, nee, wie nee. schlecht nee. Graskonsum ist. Nee, nee. Also ich glaube, das, das ist, glaube ich. Gerade jetzt, wo du auch noch das Ende Intendiert. erzählt hast, wo sie dann äh, verhaftet wird. Und das ist ja nicht mal ein Happy End gewesen, oder? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Nö, nee, es ist halt einfach. Ähm kommt drauf an ja. also ihr Problem hat sie auf jeden Fall nicht gelöst ja Die das ist mit auch denen kein der gutes startet. Zeichen dafür dass das kein anti film sein soll das ist aber kein also das, das, das passt ja von der Atmosphäre her überhaupt nicht also das, das kann ich ich weiß das ist nicht. Ich, aus ich ausgeschlossen. das ausgeschlossen Suspicious das Ganze ausgeschlossen ausgeschlossen <laughs> Ja, sehr gut. Dann haben wir jetzt den ersten Stoner-Film mit weiblicher Hauptdarstellerin mal geguckt. Ich vermute auch mal, es könnte der einzige sein, der so in der Form existiert. Ich jedenfalls bin noch nie über einen anderen gestolpert. Grasgeflüster. Ja, aber das ist ja nun nicht so ein ganz klassischer Kifferfilm, film nee, ne? wie, ist nicht so ein wie, wie wir Rope es jetzt hier haben. Komödie. Ja. Von daher bin ich gespannt, ob es da, da doch noch, so vielleicht einen, noch mehr gibt. Äh, Paulette, glaube ich, ne? Aber ich glaube, der geht auch so in die Richtung Grasgeflüster, ne? So eine ältere Dame, die irgendwie mit Drogen geht oder so. Ja, das ist auch mehr so, wenn ich es recht erinnere, so ein bisschen Richtung Drama auch. Nicht wirklich, aber halt schon so ein bisschen ernstere Themen auch irgendwie. Und ja. nicht dieses komplett. Es geht jetzt nur darum, wir schieben die Kiffer von einer merkwürdigen Situation in die nächste. Soweit ich auch ah, rausgefunden ja. habe. Ähm, kifft die selber auch, die Schauspielerin im echten Leben. Ah ja, okay, interessant. Also, jetzt vielleicht nicht so wie Seth Rogen, aber ich glaube, die ist da nicht anti, so wollte ich das sagen. Hm. Was es für mich alles noch unverständlicher macht, wie man so eine Darstellung da abliefern kann. Weil ich habe nämlich zuerst gedacht, naja, das, warte mal, das, das vielleicht gewollt, ist es eine Hollywood-Schauspielerin, die überhaupt keine Ahnung hat. Das, Nein, war das ist mein gewollt, erster Gedanke. Der Film, der will so sein. Oh Gott, ey. <laughs> das ist gewollt, also. Nee, 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 das ist wirklich komplett unverständlich. <laughs> Wie kann man das denn wollen? Tja. So, bevor ich es vergesse, ich wollte noch kurz was Essenstechnisches erzählen. Das könnte dich nämlich interessieren, eventuell. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar, wir haben ja schon eine Milliarde Mal erwähnt, dass Fleischreduktion Programm ist und man beim Kochen dann ja mitunter bei manchen Gerichten fehlt einem dann doch so die rustikale Komponente, die das Fleisch reinbringt. Und ich habe ja schon mal erzählt, dass ich gerne Kartoffelsuppe mache ja. und die früher immer mit irgendwas, mit Knoblauchwurst oder irgendwas als halt gebratener Wurst sage ich mal gemacht habe. Und das natürlich schon so ein bisschen fehlt dann weil das Aroma dann nicht da ist. Ich habe mit Räuchertofu da schon mal versucht, gegenzusteuern, ähm, war ich auch nicht so ganz mit zufrieden. Und jetzt werde ich heute was Neues ausprobieren und zwar werde ich die gleiche Kartoffelsuppe wie immer machen, aber etwas ähm, Flüssigrauch. Also das ist sozusagen Geräusch, eine Flüssigkeit mit R Räucheraroma, wo du einfach dann so ein bisschen von rein haust, wie als sei es ein Gewürz, sag ich mal. Okay. Und dadurch dann angeblich man ja so eine Rauchigkeit da reinbekommt, den Fleischiever halt... stillen kann. Ja, weiß ich nicht. Also mein Fleisch ist jetzt ja auch nicht nur das Raucharoma, aber bei dieser Kartoffelsuppe habe ich eigentlich schon immer Fleischsachen reingetan, die so geräuchert waren. Ja. Von daher habe ich die Hoffnung, dass vielleicht man da noch mal eine ganz neue Dimension des fleischlosen Kochens mit diesem Raucharoma eventuell aufschlagen könnte. Ich habe es noch nie. Im Leben vorher probiert und bin wirklich gespannt. Hm. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast oder das vielleicht sogar schon mal hattest. Äh, hatte ich noch nicht davon gehört, habe ich tatsächlich schon mal. Also das war mir jetzt nicht gänzlich neu, aber habe es auch noch nie in Erwägung gezogen, das mal auszuprobieren, was man damit so anstellen kann. Ja, ich werde dann nächste Folge auf jeden Fall berichten können. Ich bin gespannt. Wenn sich das halbwegs bewähren sollte, dann öffnen sich natürlich ganz neue Horizonte, weil man, also es gibt ja viele Gerichte, die durch so ein bisschen Räucheraroma eigentlich noch geiler werden. Ne? Also könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, das ins Chili zu packen, wenn das gut schmeckt. Oh, herrlich. Ja, das wollte ich nur erzählen. Eigentlich hatte ich gehofft, das Freitag schon gemacht zu haben und dann jetzt schon Ergebnisse präsentieren zu können, aber Jetzt erstmal nur die Ankündigung. Klingt interessant. Jo. Meine ansonsten, kulinarischen Expeditionen sind im Moment nicht so nicht so umfangreich. Ich habe ähm, Schokokrossies Salted Caramel für mich entdeckt. Die sind wirklich ja, richtig ja. geil. Ja. Und ansonsten wenn ich im Moment so ein bisschen am Kochen durchhängen, irgendwie brauche ich mal einen neuen Input. Ich glaube, ich werde mir mal ein Kochbuch besorgen und das einfach richtig stumpf durcharbeiten. Bei den Sachen, die mir gefallen. Einfach mal nicht nachdenken, was willst du kochen, was musst du einkaufen, sondern mhm. einfach mal hier Anleitungen angucken und nachbauen. Ja, klingt nach einem Plan. Weil ich bin in letzter Zeit fast immer, eher, immer das Gleiche, irgendwie. Ist es mit Absicht, dass es ein Kochbuch sein soll und nicht zum Beispiel irgendein Koch-Channel oder so? Ja, das ist schon was. Ich hätte schon ganz gerne was, was analoges zur Hand, wo ich mal durchgucken kann und nicht irgendwie noch durchklicken hm. muss und sondern wo auch die, die Auswahl dann begrenzt ist. Wenn ich anfange im Internet zu suchen, dann da werde ich wieder dann dann sehe ich rechts wieder in den Vorschlägen, boah, das sieht auch geil aus. Klicks mal darauf. Das sieht auch geil aus. Und dann mhm. gucke ich wieder mehr Videos, als dass ich anfange zu kochen. Soll das ein vegetarisches Kochbuch werden oder normales und dann suchst du dir vegetarische Sachen raus? Oder Nö, ich würde schon ein, ein vegetarisches nehmen. Wenn ich das schon oh, mache. Okay. Dann würde ich schon ein vegetarisches nehmen. Mit ähm, Schwierigkeitsstufe 0, wenn es geht. Richtig really schön, No <laughs> ja. Brain. Ich Glaube ich, habe eins, das äh, ist auch auf jeden Fall vegetarisch und das sind hauptsächlich so hier fünf bis zehn Minuten Pfannengerichte. Geil, das hört sich gut das an. Das könnte ich dir mal ein Foto schicken. Das könnte vielleicht ja ungefähr das sein, was du suchst. Das klingt nicht schlecht. Ist auch nur so ein Buch. Buch ist etwas übertrieben. Das ist mehr so ein handliches Heftchen, sage ich mal. Ja, okay. Also schon solide solides Material, jetzt nicht so flatterig, aber ist jetzt kein fettes Buch. Ja, da werde ich mich auf jeden Fall irgendwann mal demnächst drum kümmern. Und ab auf die lange Bank damit. <laughs> ich habe ähm, die Tage ja auch mal die Rügenwalder Bratwurst probiert, die so ein bisschen vom Format her Richtung Nürnberger geht. Ein bisschen größer sind sie schon, aber Und ich muss sagen, ich war Extrem begeistert. Die sind geil, ne? Also, das war wirklich, äh, also, das kann sich jetzt nicht messen mit einer richtig geilen Bratwurst, ne? Das ist klar. Aber das schmeckt eigentlich, und vor allem auch von der Konsistenz ist es sehr original, einfach wie so eine solide, normale 0815-Bratwurst, aber du hast halt kein Fleisch, das ist schon, finde ich, extrem viel wert. Ja. Die werde ich wieder kaufen, das ist komplett sicher. <laughs> und wenn du diese, also ich sag mal, die ist 95% am, am Original dran, wenn du sie ohne alles isst. Und wenn du dann noch Soßen dazu hast oder irgendwas oder Kartoffelsalat oder so, ich glaube, dann würde das der durchschnittliche Esser auch gar nicht merken, dass das kein Fleisch ist. Das kann sein, ja. Sehr gut. Also, das kann ich nur weiterempfehlen. Ja, damit ist meine mein, Kochecke allerdings auch ausgeschöpft. Das klingt sonst doch nicht schlecht. Großartiges geguckt. Insofern leider nichts mehr im Petto. Nee, ich auch nicht. Ich habe auch nichts, äh, nichts geguckt. Nope. Na dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Genau, machen wir heute schon mal ein bisschen ein bisschen äh, schneller Schluss. Obwohl, weil wir sind ja nicht von der Zeit her. so wie sonst. Egal. Wie dem auch sei. Jo, bis denne. Genau, wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Für interessanten Cannabis-Content besucht euch unsere Freunde auf hanfseite.de.